Moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marshmap 3-1 ohne Gräben. Und ja, wir fahren zurück zum Hof. Oh. Hof. Wir haben jetzt gerade mal Kartoffeln in die Waschanlage geschmissen. Und ja, sind hier, haben die Zeit ein bisschen hochgedreht. Unsere Felder, die müssten eigentlich jetzt schnell erntereif werden. Und ja, das war wunderschön hier, die Rapsfelder. Ist nicht unser Feld, aber trotzdem wunderschön. Das ist schon aus Kino. Ich kann jetzt gleich auch erstmal nochmal hier Milch wegbringen. Mal hier so ein bisschen reingucken. Ja, da ist aber noch Luft. Produziert die noch? Ne, die produziert gar nicht mehr. Warum nicht mehr? Das will ich jetzt wissen. Da gehe ich jetzt erstmal gucken. Warum produziert die nicht mehr? Was ist hier los? Milch kann es eigentlich nicht liegen. Leere Paletten, Wasser haben wir, Milch haben wir, Papierpaletten haben wir nicht mehr. Na dann, dann muss ich ja tatsächlich gleich mal los und Papier holen. Hoffentlich habe ich noch was. Nein, ich glaube, ich habe definitiv noch was. Ich darf es nicht verkaufen. Ganz wichtig. Also ich hole mir jetzt gleich hier meinen. Ja, irgendeinen Traktor kann ich mir holen, das reicht. Wobei, nee, ich nehme den Sattelschlepper, aber mit Dolly. Und dann kann ich nämlich gegebenenfalls. Da liegt immer noch das Teil, was ich verkaufen wollte. Hauptsache, wir haben auch noch Papier. Müsste eigentlich. So. Die stelle ich wieder wie gehabt hier vor. Ja. Und ich wollte dich dann nur vorstellen. Und nicht drauf. Manchmal läuft sie nicht so, wie man sich das vorstellt. So. Den Anhänger lassen wir hier. Und fahren so los. Ohne was dabei. Und holen uns jetzt den Trailer mit Dolly. Na. Heizkraftwerk ab. $8,16 Millionen. Nicht schlecht. Ausbaufähig. Ich sag mal, bis wir hier wieder endgültig raus sind. In weiß ich nicht wie viele Folgen, ich weiß gar nicht wie viele Folge das jetzt ist. Ich weiß ab wann ich rübergehen will. Aber es dauert noch ein bisschen. Mitte Dezember werde ich rübergehen. Also so 14. irgendwie zwischen dem 13. und 16. Dezember wird hier der Switch auf die
die Vierfach-Map erfolgen. Veröffentlicht wird der schon, wird die ja schon viel früher. Die wird ja irgendwann zwischen Ende November und Anfang Dezember irgendwann dann veröffentlicht. Und das schaffe ich definitiv nicht, weil ich einfach gar nicht da bin. Und alle Folgen, die ihr bis dahin seht, alle vorproduziert sind. Und ich kann dann wirklich erst so um den 13., 14., 15., 16. rum oder so wechseln. So, hier sind Kartoffeln. Oh, die interessieren uns jetzt mal gar nicht. Uns interessiert jetzt hier mal... Wobei, wo ich gerade hier bin... Könnte ich die natürlich auch eben mitnehmen, ne? Hier die. Und gleich mal eben verteilen. Dann kommt wenigstens die Produktion hier nicht ins Stocken. Ja, dann können wir hier vernünftig weiter produzieren. Und die Kartoffelproduktion kann schon mal, also hier die Kartoffelproduktion kann schon mal anfangen. So, wo müssen die hin? Wahrscheinlich hier ganz hinten, ne? Hier gearbeitet. Ach. Ja, schön. Kann ich ja da vorne rumfahren. Hier geht's ja auch raus. Ich wollte ja sowieso zur Zellstofffabrik, um zu gucken, wie da der Stand der Produktion ist. Ich wollte auch gucken, wie der Stand bei der Brauerei ist. Sehen von hier, wie voll ist der Trailer? Noch nicht voll. Wie voll ist da die Produktion? Läuft auf jeden Fall, man hört's. Wie kommt denn die Kiste da oben hin, bitteschön? Naja, wohl durch mich. Behaupten. Wo ist die nächste Kiste?
Nächste verunglückte Kiste. Hä? Wo ist sie? Wo ist sie? Wie das? Drei Kisten noch. Drei Kisten müssen wir noch haben. Dann können wir die verkaufen und dann kommen wir auch locker über die 1, noch was Millionen. Über die 9 Millionen kommen wir dann. Vielleicht sogar schon an die 10 Millionen. Ja, die Mühle hat im Moment nichts zu tun, die kriegt aber nachher noch viel zu tun. Ist mal klar. Dann das Palettenlager müssen wir nochmal ausräumen. Wasser. Ja, Wasser haben wir noch. Ich kann nicht sehen, wie viel, aber wir haben noch Wasser. Ach, hier ist wieder alles voll, war ja klar. So, wartet mal. So, was ich jetzt mache, ist vielleicht ein bisschen unkonventionell, aber ich mache es einfach. Ich fahre jetzt einfach mal einmal hier rum. Bevor ich das von Hand da alles rüber trage. Achso, warte mal. Nö, ich kann das ja auch hier abliefern. Hier hinstellen, hier stört es ja keinen. Das bringen wir jetzt zur Molkerei. Damit die weiter produzieren kann. Auf, Kameraden. Es wird schon wieder dunkel. Naja, das kann's auch. Wir müssen gleich mal gucken, wie weit wir hier mit der. Wie weit unsere Felder sind. Ob wir schon anfangen müssen zu ernten. Weil die Felder werden dann lange Zeit unbeackert liegen bleiben. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob ich Stroh machen soll oder nicht. Einerseits kann man es auch noch verkaufen, andererseits ist das auch noch viel Arbeit. Ja.
so viel bringt das Stroh dann doch nicht. Außer vielleicht als Kompost. Auch da bringt das nicht viel. Wie fahre ich denn? Ich Vollhonk. Ich wollte doch zur Milch, zur Molkerei und nicht zum Hof. Mann, Mann, Mann. Das Personal ist so schwer zu finden. Das ist unglaublich. Völlig falsch abgebogen hier. Mann, Mann, Mann. Ich glaub das ja gar nicht. So. Hier zur Ammerländer Molkerei. Steht immer noch diese eine Palette, die ich loswerde. Zack, so. Also wenn die jetzt nicht, wenn die jetzt nicht produzieren kann, dann weiß ich es auch nicht mehr. Ihn hier stellen wir jetzt erstmal. Irgendwas komisch. Naja, produzieren tun sie. Alles gut. Wie war das mit der Milch? Naja, ist auf jeden Fall Kapazität frei, locker für zwei Trailer Milch. Und wie ich die da hinbringe, das seht ihr in der nächsten Folge. Schön, dass ihr da wart. Freut mich. Wenn es euch gefallen hat, über ein Like, über einen Kommentar oder über ein Abo würde ich mich freuen. Noch mehr freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und in diesem Sinne sage ich Ciao.